Deutsche Memes in ihrer Primetime. Gucken wir mal, ne? Entschuldigung, Sie haben 20 Euro verloren. Das sind jetzt meine. Ich danke Ihnen. Ich bin hier seit 4 Monaten, ich bekomme keine Geld. Warum? Ich bin umgezogen von London nach Wuppertal. Aber immer noch keine Cent, gar nichts. Oh. Willst du nicht arbeiten gehen? Arbeiten? Warum arbeiten? Zu Hause sitzen, Geld verdienen. Tja, tja, das ist halt... Wir wissen, man kann dazu jetzt so viel sagen, aber ich bin ja auch einer der Verfechter und ich weiß, ich mache mir damit jetzt sehr viele Feinde, der sagt, vielleicht ist der Anreiz Bürgergeld der falsche Anreiz und vielleicht sollte man den Leuten eher einen Anreiz dafür geben, dass die Leute keinen Bock mehr auf Bürgergeld haben und sagen, ey, arbeiten ist zwar jetzt nie perfekt. So, und der Lohn ist vielleicht auch nicht der beste, aber das ist das eigene Geld, was man selber verdient hat und was man selber ausgeben darf. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht besser. Also Löhne mal ein bisschen hoch treiben. Was gab, ich bin ja gerade in Frankfurt, in dieser Taunusstraße. Und der lebt noch? Der lebt noch? Das ist fake. Nee, alles gut. Nee, geh mal weg, bitte. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, hab Angst. Ich flipp heute mal, wenn du mich verlässt. Nein. Doch, nein. Doch. Jetzt hast du die Spider-Man-App. Schade. Finde ich auch wieder schade. Nachdem ich das Video gesehen habe, habe ich mir kein Tablet gekauft. Weil für mich muss ein Tablet, wenn man es flippen lässt und wenn es mal auf den Boden knallt, muss es aussehen wie neu. Das ist einer der Hauptpunkte, wieso ich gesagt habe, nee, dein Tablet sieht jetzt auch nicht mehr so neu aus. Ist scheiße, weil meine Tablets benutze ich halt, klar, man kann mit denen auch vorsichtig umgehen, weil das ja Elektrogeräte sind und so. Aber ich kaufe mir zum Beispiel Tablets, um die jemanden gegen den Kopf zu werfen. Ne? Zum Beispiel. Also ich benutze Tablets auch anders. Aber wenn ich so sehe, wenn so ein Tablet danach so aussieht, ne. Dann nehme ich wieder meine harten Buletten. Ne. Mir zu schade. 400 Euro und ich kann mein Tablet noch nicht mal gegen den Kopf werfen, oder was? Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt's eine einfache Antwort. Nein. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Coca-Cola Glass. Pepsi. Niemand. Wirklich, wirklich niemand. Typen in 2020. Das hat mich gar nicht so getriggert wie jetzt der ganze Dreck hier. Also, ich würde am liebsten zu denen gehen und einfach so, weiß ich nicht, mit irgendwas den Dreck so abkratzen wollen. Einfach nur so. Keine Ahnung wieso, aber ich hab Bock drauf. Niemand. Wirklich, wirklich niemand. Typen in 2012. Ich lade meinen Ballermann und Ballern auf alle meinen Leiner, Mann und Motherfucker, bänge deine Mama vor der Kamera, der kann da gemahne, der kann Mama ist back. Ist Kollege der Boss. Warum dir das nicht selber peinlich ist. Also ich bin bestimmt nicht die beste Mutter der Welt, aber ich habe euch nicht beigebracht, euch auszudrücken. Okay, Bruder, guck bitte in die Kamera. Also da muss ich wirklich sagen, ich kann die Mutter voll und ganz verstehen. Und man sollte als Mutter das Experiment Kind vielleicht dann irgendwann als gescheitert ansehen und gucken, ob man das Kind vielleicht, der sieht jetzt aus wie 19, 20, würde ein Student sein, vielleicht kriegt man das irgendwie hin, das Kind irgendwie per Garantie nochmal einzutauschen, in die Babyklappe zu stecken und nochmal von vorne anzufangen. Das ist manchmal schon der richtige Weg. Meine ich jetzt. Ne? Also ich wurde auch mit 16 wurde ich auch nochmal in die Babyklappe reingedrückt. Ne? Meine Eltern haben gesagt, wenn du noch einmal bei uns auftauchst, ne, gibt's Ärger. Ich hab's aber immer wieder nach Hause gefunden, nach Hause geschafft. Ich hab nicht beigebracht, euch auszudrücken. Okay, Bruder, guck bitte in die Kamera. So, ja. Kannst du bitte nach links ein bisschen gehen? So. Noch weiter. Fett von unten aus. Ja, Mann. Und kannst du so ein bisschen offensiver gucken in das Ding? So, ja. Offensiv? Ja.
Gut so. Ja, perfekt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Also ja, der Alkoholtest ist negativ, aber wie sieht es mit den anderen 30.000 Tests aus, ne? Irgendwas muss ja da positiv sein oder einfach, ja, einen positiven Gehirnschaden. Dann bist du einer von uns. Einer von uns. Nämlich nicht. Ist so scheiße warm, ne? Krank. Okay, anhalten, alle vier! Brauch erstmal ein Med, ne? Serene! Jawohl! Angetreten, Sir! Weitermachen! Alles klar, Sir! Boah! Ey, wenn ich solche schönen Bilder sehe, da weiß ich nicht. Also, ich bin ja bei meiner Oma aufgewachsen und, ja, da fühlt man sich gleich wieder als Kind, ne? 6 Uhr, Appellplatz stillgestanden. Dann Wohnung angefangen, oder das Haus angefangen aufzuräumen, dann bist du fertig nach einer Woche, dann fängst du wieder bei Zimmer 1 an. Ah, schön. Also. Reihe. Das wäre mir schon wieder zu viel, ne? Wenn ich so viel auf YouTube kennen würde, so viele Leute, und dann das Gebrülle, ne? Nee, um Gottes Willen. Ich muss es ja irgendwie schon mit meinen Frauschen aushalten. Die ist eh gerade duschen, da kann ich über die lästern, ne? Und dann, nee, um Gottes Willen. Dann noch ein Hobby haben und dann vielleicht auch so Knalltüten noch kennenlernen. Um Gottes Willen, nee. Nee, das reicht. Das reicht, das lassen wir so. Schon ganz gut, dass ich niemanden auf YouTube kenne. Also nicht privat. Ja, das ist doch mal cool. Das ist doch mal so richtig Endstufe. Also, was er schon mal geschafft hat, der ist größer. Der ist schon mal größer. Da hätte der von mir schon mal 3 Sterne bekommen. Das hätte gereicht. Hier, bis 11, du wirst befördert, du kannst morgen, kriegst du deine eigene Polizeistation. Und dann passe mal ein bisschen auf, dass hier, ne, die Leute keinen Scheiß bauen. Hat's nicht gereicht für Polizei? Hätte ich gesagt. Das Geile ist, nee, hat's nie. Und bei mir kann man gegen countern, wie bei Counter-Strike. Bei dir? Nee, bei mir hat's auch nie. Weil jetzt die Schauter gesagt hat, hier, nee, die haben zwar nicht. Ungefähr so war's, ne? Ich habe wirklich alle Tests bestanden, das habe ich euch ja schon mal erzählt. Aber dann Psychologentest und der hat schon so vom Weiden, habe ich mir schon gedacht, oh, nee. Der sagt schon nee. Und das hätte er dann gesagt, ne? Naja, schade. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Bin guter Polizist, ja. Bahnweste zu senken. Bahnweste! Alter, komm hier. Oh mein Gott. Oder? Alter, ich muss weiter. Mach den schön ab. 2021 schätze ich dich. Sag mal 21. Das ist leider falsch. 38? Auch falsch. Der ist was dazwischen. Was dazwischen? Ja. 22. Auch falsch. 30? Auch falsch. Warte, 37. 39. Auch falsch. Ist gar nicht dazwischen. Bist du dumm oder was? Auch falsch. 27, auch falsch. 30, auch falsch. Das machen wir in der folgenden Woche immer. Kann ich mal klippen? What the fuck? Das ist ja übel reingekickt, Roma. Ja, klar, ne? Also man muss dazu sagen, klar, es gibt so ein paar Businesswege. Da kann man hier und da Probleme bekommen.
mit der Härte des Gesetzes. Aber man kann das ja auch so verlagern, dass man vielleicht nicht nach 2 Tagen schon gefunden wird, sondern mein Business ist zum Beispiel, ich verkaufe meine Socken gebraucht auf www.altenheimsuchtsocken.de. Und das ist halt, mache ich ja alles illegal und so, ne? So ein illegales Geschäft und ich habe auch immer Angst, dass SEK hier reinkommt und so. Aber bis jetzt wurde ich halt noch nie erwischt, ne? Weil ich mache das halt, ne? Unter den Deckmantel der Anonymität, ne? Ich verstecke meine Socken, ne, die ich dann heimlich verkaufe, die Hehlerware, die verstecke ich dann bei anderen mit in der Wäsche und so. Ja, und so kann man sein Business dann langsam aufbauen. Also ich bin echt enttäuscht von ihr, ne, nach 2 Tagen. Ne, bei mir waren es erst nach 3 Tagen da. Habe ich gesagt, passen Sie auf, wenn Sie mir jetzt meine Socken mitnehmen, mache ich morgen wieder ein Sockengeschäft auf. Überlegen Sie sich das. Ja, dann war ich erstmal 3 Jahre weg. Ne, wegen Zockereien. Tolle Geschichte, ne? Ja, aber dann war das Business nie zielführend, ne? Vor der Kameramann. Okay, unten das. Das ist das Bild von der guten Frau hier oben, die hingefallen ist. Ich dachte, hier wäre noch ein Kameramann hingefallen. Tolle, schöne Bilder. Super. Ihr müsst das alles nochmal neu machen. Die Ringe sind auch weg. Tut mir leid. Also wäre das meine Tochter. Ne? Ich bin ja auch jemand. Ne? Wenn ich einen Fehler mache, danach mache ich irgendwie noch einen. Dann mache ich noch einen und noch einen und noch einen. Und dann kann man die Fehlerkette nie mehr aufheben und man sagt sich dann am Ende, ach, scheiß drauf. Verkackt. Ne? Aber das ist ja wirklich, also das ist ja nochmal ein drauf. Wenn man schon hinfliegt, da weiß man alles klar. Wenn man jetzt aufsteht, sollte man standhaft sein und nicht mehr hinfliegen und dann wieder hinfliegen. Babyklappe. Schön hier in Wien, ne? Ja, und die Menschen auch wundervoll. Ah, servus. Vor allem, wenn die leise sind. Ich nicht richtig, oder? Die sprechen kein Deutsch, ne? Nee, das sind aus wie Touristen. Der ist auch ein bisschen dunkler hier. Schon dir, du Wappler. Wirst du, Mama? Wirst du, Mama? Oh, nicht in diesem Ton, Freundchen. So. Entschuldigung, wo finde ich denn den Mozart? In Salzburg, du Arschloch. Gut, passt. Danke, Arschloch. Arschloch. Haus rein, Arschloch. Das ist sympathisch, ne? Das ist wirklich... Mal immer verabschieden mit Arschloch. Immer. Gut, vor Gericht weiß ich nicht, ob das so gut kommt, aber... Nee, ist bei uns genauso, wenn du mit Freundlichkeit einkaufen gehst und dann wirklich der Verkäuferin oder dem Verkäufer übelst viel Liebe gibst und sagst, danke, dass du da bist, super, toll, super gemacht, ich komme morgen wieder. Und dann die Verkäufer dich angucken, halt dein dummes Maul, bezahl einfach, laber uns nie zu, du Arschloch, da weißt du, du bist zu Hause. Du bist geliebt, du bist zu Hause, du bist angekommen, das ist dein Hafen, hier willst du leben. Das ist Freundlichkeit, Freundschaft pur. Perfekt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Original wieder an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.